Willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyblocks. Diesmal leider ohne Dave. Denn es ist ein kleines Problem passiert. Und zwar war der Sound wieder von mir nicht da. Ich weiß auch nicht, was mit OBS da los ist. Irgendwie mag das mich nicht so. Aber gut, jetzt nehme ich die Folge einfach nochmal auf. Ist eigentlich ganz gut, weil wir in der letzten Folge nicht alles fertig machen konnten, weil ich da ein Item vergessen hatte zu bauen. Daher ist das gar nicht mal so verkehrt. Und zwar wollte ich anfangen mit Big Reactor, ja? Big Reactor, ja? Also das war einmal die Rods gebaut, ne? Aus diesen Pellets. Also ich denke mal, dadurch da habe ich ja schon ein paar von gebaut, ne? Also Dense Iron Plate, also ist jetzt nichts Weltbewegendes. Einziges, wo man drauf achten muss, ist das hier. Weil man hier halt, hier ist Electrical Steel und hier außenrum ist Stahl. Das ist, auf dem ersten Blick sieht man das halt nicht, ne? Das Graphit, das ist einfach nur Kohle im Backofen. Also hier ganz einfach Charcoal oder normale Kohle einfach im Backofen. Ja, Jellurium ist schon gebacken. Also wie gesagt, ist jetzt nichts Weltbewegendes hier drin. Warte mal, das können wir hier nochmal wieder reinschmeißen. Ja, ne? Also. Wir haben dann hier noch die Reaktor Power Trap. Moment, wo haben wir den? Da. Ne, haben wir halt ein MFE gebaut. Haben wir eigentlich auch schon gebaut. Ist wie gesagt, hier ist jetzt nicht viel Neues dabei. Und wir haben noch einen Access Port. Ja. Davon müssen wir gleich noch einen zweiten bauen. Einzig und allein, damit wir einen Access Port haben, um das Jellurium reinzupacken. Und das verbrauchte Jellurium, das ist denn das hier. Ja, genau. Das ist denn das hier. Das kann man denn noch in diesen Brennstoff umwandeln hier. Und der verbrennt dann ohne Rückstand. Ja, das heißt, aus Jellurium wird dieses Cyanid. Und aus Cyanid kann man dann halt dieses Plutonium machen. Ja, quasi rückstandslos. Ja, gut. Soweit erstmal zum Vorgeplänkel. Und ja, warte mal. Ich glaube, wir hatten hier noch genau Refined Iron. Jetzt schaue ich mal, ich hätte nämlich gerne noch, wie gesagt, so einen Access Port. Beziehungsweise, ich glaube, wir müssen auch noch das Ding hier bauen. Ja. Das fehlte nämlich noch. Moment. Und was gestern problematisch war, das war dieser Machine Frame Resonant. Den brauchen wir nämlich. Der Controller braucht den Computer und der braucht hier diesen Logik-Dings und der braucht diesen Inscriber. Moment, da ist er. Ja, und der braucht halt diesen Machine Frame Resonant. Und da braucht man denn Indernium Gear. Ist jetzt eigentlich nicht wild. Dieses Ding habe ich auch gebaut. Ne? Also mit unserer Maschinenpresse können wir jetzt einfach Gears bauen. Aber man kann es, wie gesagt, auch einschmelzen. Ich zeige das mal kurz hier. Da, ne? Ist ganz einfaches Gear. Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Einfach irgendein Gier in die Mitte legen und außenrum drei, vier Stahldinger machen. Also ist nichts Weltbewegendes. Gut, was haben wir noch? Genau, wir haben auch noch die Teile hier gebaut. Das ist auch nicht wild. Das kann ich euch auch mal zeigen. Ne? Steht hier, kann man sehr le schwer lesen. Ihr nehmt einfach Zertusquarz, pulverisiert das und macht das in dem Inventar mit Sand. Ne? Zertusquarz, Sand, dann kriegt ihr Seeds raus und die schmeißt ihr dann in so einen Wasserblock hier rein. Ich kann es nachher am Ende der Folge vielleicht nochmal zeigen. So. Ja, also wir sagen, ne? Habt ihr verstanden? Ich rede sehr deutlich immer. So, dann nehmen wir uns mal den Maschinenframe raus. Den müssen wir jetzt eigentlich nur noch hier reinsetzen. Ne? Das sind hier Sticky Pistons. Ein Overclocker, da haben wir ja ein paar auf Reserve gebaut. Also wie gesagt, jetzt nichts Gravierendes, nur der resonanten Machine Frame war das Üble. So, dann würde ich sagen, die mal weg. Stellen wir den hier mal hin. So. Und ja, jetzt müssen wir einfach nur schauen. Und zwar gibt es jetzt diese, ja, Platten, diese Rohplatten quasi. Und wie man die halt herstellen kann. Ja, das ist für normale Dinger. Hier, Rolling Maschinen müssen wir jetzt bauen.
Und wenn man dann einen Diamant und einen Iron blockt, dann kriegt man das Ding. Ja, ist wie gesagt, ja, ist wie, also auf der normalen Map ist das halt viel, viel aufwendiger. Da muss man Meteoriten suchen, dann muss man sich den Kompass bauen. Das kann ich ja mal kurz zeigen. Hier ist der Kompass, ne? Ist jetzt nicht schwer. Und der zeigt dann immer zum nächsten Meteoriten. Und dann muss man diese Meteoriten in die Mitte dingseln und da ist dann eine Meteoriten, also so eine spezielle Chest drin. Ich gucke mal hier, das ist der Skystone, der das daraus besteht dann der Meteorit und hier dann ist so eine Chest drin. So eine Skystone Chest. Und da befinden sich dann random teilweise auch nur so ein Dust oder sowas drin. Aber wenn man Glück hat, dann findet man hoffentlich alle vier Inscriber. Gut, aber dann wollen wir mal zur Rolling Machine. Ja, könnt ihr mal bei Aimless auch vorbeischauen. Der hat auch einen Kanal. Der macht aber eher die Richtung Counter-Strike. Wenn ihr da Interesse habt, ich verlinke euch mal seinen Kanal unter das Video. Ja, nur mal so als kleine Info am Rande. So, wir wollen jetzt eine Rolling Machine bauen. So, hier ist sie. Ist eigentlich auch nicht wild. Haben wir das Ding noch? Nein. Gut, dann bauen wir das mal schnell. Das ist einfach nur Zinn und Redstone. Nein, hier. Zinn, Redstone haben wir. Doch, doch, hier war es richtig. So. Redstone. Zinn. 1, 2, 3, 4, 5. So. Oh, wir müssen mal wieder. Das kann ich nachher offscreen machen. Ein bisschen. Glas nachfüllen. So, und was brauchten wir jetzt noch? Iron Gears. Und was bist du da oben gewesen? Ach, auch ein Iron Gears. Haben wir, glaube ich, nicht, oder? Ein, okay. Dann kann ich ja jetzt mal die Presse noch mal vorführen. So, machen wir davon mal drei Stück. Und zwar geht jetzt einfach, Moment, ich nehme das Gear raus hier. Geht jetzt einfach hier hin. Nimmt das raus und klickt hier einfach rein. Und dann habt ihr es gewechselt. Und ja, jetzt machen wir mal hier. So. Ja. Wichtig ist, dass es immer ein Vierer-Dinger ist, ne? Weil vier Stück braucht man halt dafür. Und der vierte kommt auch noch. Super. Ja. Wie gesagt, ist auch eine sehr angenehme Sache. Und jetzt fliegen hier gerade wieder die Bomber vor uns vor der Tür durch die Gegend. So, und jetzt haben wir das schon. So, bupp, fertig. Wir müssen auf jeden Fall wieder Kabel bauen. Merke ich gerade so. So, bauen wir vielleicht hier hin. Gut, dann müssen wir jetzt noch ein paar Iron Blöcke bauen und zwar exakt vier Stück, würde ich sagen. Na? Iron Iron. So, denn ich glaube, wir brauchen für genau Netherquarz brauchen wir für einen, dann für den anderen Diamanten, Gold und Silikon. Okay, Netherquarz, Diamant. Gold, Silikon. Moment, davon brauchen wir im Übrigen eh noch mehr, also können wir davon schon mal ein bisschen was herstellen. So und so und rein. So, bim, 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 bim. Und ein Netherquarz. So, einen Schluck Kaffee. Kaffee ist schon so eine tolle Erfindung. So, dann brauchen wir jetzt noch einen vierten davon. So. Gut. Ja, dann wie gesagt, schmeißen wir die jetzt hier rein. Setzen da einen Diamanten dazu und warten einen Augenblick. Hoffe ich.
Jetzt. Ah, okay, man muss es anklicken. Gut, in der Zeit können wir vielleicht schon mal das Inventar ein bisschen durchräumen. Wir brauchen auf jeden Fall die Transportpipes gleich, damit wir es so leicht automatisiert machen können. Nein, hier. Das ist jetzt. Okay, dann brauchen wir die auf jeden Fall erstmal. Das ist quasi so dieses Grundgerüst, was wir hier craften. Das können wir eigentlich auch schon mal hier reinlegen. So. Und die da reinlegen. Und ja, dann machen wir hier einfach nur mal stumpf eine Node dran. Dann sollte das nämlich da drin gesammelt werden. Ja. Dann kann das schon mal ein bisschen produzieren. Geht da immer nur einer rein? Ja, anscheinend. Dann brauchen wir doch eine Kiste. Wir bauen uns vielleicht mal einen Hopper. Ich glaube, das ist eine gute Idee. 1, 2, 3, 4, 5. Nimm vielleicht nochmal eine Kiste auf Reserve mit. Schadet ja nicht. Wir haben es ja. Wir haben es ja. So, dann machen wir hier oben nämlich jetzt die Silikon rein. Das Ding werde ich nachher noch ein bisschen freier stellen, damit wir die Diamanten, die Prozessoren auch komplett autark herstellen können. Vermutlich werde ich davon noch einen zweiten bauen, aber das kommt später erstmal. Ihr seht jetzt hier, Moment mal ganz kurz. So, kurz Nase geputzt. Ihr seht jetzt hier, das sind die quasi diese Silikonen. Rohplatten quasi und dann kommt da der fertige Prozessor ist halt unten das Ding in der Mitte Redstone und oben drauf dann je nachdem was man haben will Diamant quasi Deckel Golddeckel, aber das werdet ihr dann sehen. Wo ist der hin? Ah, okay, den habe ich schon hier drin. Gut, dann nehmen wir jetzt den hier und Moment, dann fehlt noch der goldene, ne? Super. Und jetzt der goldene. Ja, dann stellen wir, würde ich sagen, hier mal eine Kiste hin, packen hier die Teile mal rein. So. Und so. Ja, und jetzt lassen wir es einfach ganz stumpf laufen. Wir können schon mal ein bisschen Gold holen. Und davon werden wir auf jeden Fall einige Prozessoren brauchen. Also können wir da ruhig ein bisschen mehr holen und auch mal. Oh, unser Redstone ist leer. Müssen wir gleich mal ein bisschen was aus dem Keller holen. So. Können wir ja schon mal drin lagern. Und hier das schon mal reinlegen. Ach! Stimmt. Und zwar ist es wichtig, die Ebenen einzuhalten bei den Dingern. Das heißt, hier muss das Silikon rein und dann läuft es auch rein, weil das ist quasi die Mitte, ne? Von oben würde denn hier sein und von unten würde da sein. Das heißt, deswegen müssen wir den dann halt auch irgendwie dann so auf diese Höhe packen, dann können wir den auch vernünftig bespaßen. So, jetzt machen wir mal hier die ganzen Sachen hin. Wie gesagt, das rollen wir dann noch ein bisschen um alles. Aber provisorisch. Entschuldigung, provisorisch geht das erstmal so. Die Maschine hier, die ist erstmal fertig, die brauchen wir nicht mehr. Hier schmeißen wir jetzt, wie gesagt, das Gold rein. Nimm uns hier nochmal das Silikon raus. Und lassen das jetzt erstmal laufen. In der Zeit machen wir schon mal den Rohbau des Reaktors. Ja, ich weiß nicht, wenn ihr noch nie was mit Big Reactors gemacht habt. Das ist, wie gesagt, nicht schwer. Naja, ich hatte wie gesagt das Ding hier schon gebaut. Seht ihr ja sicherlich dadurch, dass hier Steine verbaut sind und keine Slabs mehr. So, der muss auch weg. Glaube ich zumindest. Wir schauen mal. Und zwar. So. Wir möchten einen Reaktor haben, wo 2 Watts in die Mitte kommen. So. Die Größe, der andere ist leider ein Stückchen zu viel, aber das machen wir wieder zu. So, so, so und so. Und jetzt bauen wir hier, Moment, hier kommt ein Kabel nach unten. Nein, da. Und so, genau, da hängt das Kabel nämlich schon. Dann machen wir hier mal ganz kurz raus. Da kommt jetzt die Powertrap rein. Das ist quasi einfach nur ein Support-Eingang für die Energieversorgung. So, und dann kommt das hier hoch. Ah, sollte eigentlich sich verbinden.
Gut, vielleicht kommt das gleich. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch ein Anzeigebug. Wir werden sehen. Auf jeden Fall hat sich das letztes Mal verbunden. So. Gut, dann mauern wir hier mal. Na, da vielleicht nicht. Bisschen weiter. Na, komm. So. Gut, das ist jetzt quasi unser Reaktor. So im Großen und Ganzen. Jetzt nehmen wir uns so diese Rods mal und die stellen wir jetzt einfach so hin und so hin. Ja, und hier zwischen kommt dann eine Kühlflüssigkeit. Ja, wie gesagt, ist erstmal so ein grobes Ding. Ihr könnt das vom Prinzip auch nur so bauen. Das heißt, dass ihr quasi jetzt den Reaktor quasi so bauen würdet. Moment. Ja, also nur aus einem Rod. Das würde auch funktionieren. Die Sache ist aber die, also für den Anfang, die Sache ist die, umso effizienter, aber also umso kühler der Reaktor ist und umso weniger die Watts ausgelastet sind, umso effizienter arbeitet er. So. Hier oben drauf kommen die Reaktor Control Watts. Die klicken wir auch gleich mal an. Da seht ihr, hier ist 0%. Man kann da quasi jetzt den Watt reindrücken. Dadurch läuft dieser Brennstab dann nur noch mit 20% quasi. Ja, mit 20%. Und das kann man später auch alles steuern und bla bla bla. Aber dazu kommen wir. Ach nee, warte mal, das kann ich noch gar nicht hier reinmachen. Da muss ja noch Flüssigkeit rein. So. Hier möchte ich gerne dann ein Löchlein drin haben und wieso verbindet das jetzt nicht? Machen wir nochmal. Ja, it's magic oder so. So, der Access Port, der kommt, ich würde sagen, hier mal rein. So, und der zweite wird dann irgendwie hier hinkommen oder so. Oder vielleicht kommt der auch hier neben. Werden wir sehen. Ja. So, dann gehen wir mal zurück und hoffen, dass das so lamsang durch ist und wir mal den Inscriber da wechseln können. Wie viel ist hier noch drin? Gut, wir nehmen das Silikon mal raus und schauen mal, wie nochmal dieser Watt hieß, den wir brauchen. Wie nochmal der Print hieß. Logik. Ja, war ich ja schon drin. Energy, Logik. So. Den wechseln wir jetzt aus und jetzt wird hier, wie ihr seht, werden jetzt diese goldenen Dinger gebaut und ja, jetzt machen wir hier mal eine Pause. Zwar nehmen wir das mal, ja, den können wir noch durchlaufen lassen. Jetzt nehmen wir uns das Ding und das Ding. Das kommt raus. Bup, bup, bup. Und jetzt wird unser Prozessor gebaut. Hier könnt ihr übrigens noch Upgrades reinpacken. Dann läuft das ein bisschen schneller. Wir machen nochmal einen zweiten Prozessor, einfach ein bisschen auf Reserve. Ne? Haben wir ja gerade hier. Und ja, dann nehmen wir uns das Gold wieder raus, klatschen das rein, packen das Gold rein und lassen das jetzt erstmal laufen und haben jetzt unseren einen Prozessor. Gut, dann machen wir jetzt weiter. Und zwar, nam, 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 wo war? Hier. Ja, also ich habe jetzt die Pipes und den Redstone-Chip schon gebaut. Das hatten wir eigentlich auch schon mal alles, aber ich kann es ja noch mal kurz zeigen. Ne? Ist einfach nur wieder in dem Assembler-Table Iron, Redstone und rote Farbe. Und ja, die Dinger, ne? Einfach ein Redstone-Komparator. Ist jetzt auch nicht schwer. Ne? Einfach ein Netherquarz, drei Fackeln und drei Steine. Also müssen keine bunten sein, sind können ganz normale sein. Also es ist, wie gesagt, nicht wirklich schwer. Das Schwierigste war gerade wirklich der Prozessor. Iron Chip haben wir auch, aber ich glaube, wir haben hier kein Eisen mehr, ne? Iron. Nehmen wir mal ein Stack her hier. So. Gut. Da und da. Bupp. Der ist fertig. Und jetzt einmal so und dann ist der auch fertig. Mal schauen, gegebenenfalls müssen wir noch von diesen Reaktor-Casings ein paar bauen. Aber ich denke, das geht schnell. Aber ich hätte jetzt, wie gesagt, nochmal so einen Access-Port. Haben wir dafür alles da? Jo. Gut. Ich glaube nämlich, jetzt habe ich nicht mehr genug Reaktor-Casings. Aber das werden wir sehen. Und zwar, wie gesagt, die Dinger hier. Also hier bringen wir quasi den Brennstoff rein und hier holen wir den verbrauchten Brennstoff wieder raus. So. Und. Okay. So. So.
Und jetzt, wie gesagt, mauern wir hier das Ding mal zu. So, ah, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück brauchen wir noch. Das sollten wir schaffen. Moment, ich putze mir mal kurz die Nase. Irgendwie das Gefühl, ich habe wirklich eine leichte Pollenallergie oder so. Aber naja, da gibt es Schlimmeres, würde ich sagen. So, schmeißen wir hier nochmal rein. Und ja, jetzt wollen wir die Dinger haben. Gut, 4. Das heißt, wir brauchen noch 2. Was fehlt uns? Electrical Steel bauen wir gerade. Reinforced Iron. Oder Steel. Moment. Steel. Warte mal einen Augenblick. Hä? Moment. Kurz mal. Ah, nee, doch, doch. Iron Induction Smelter. Na. Ah, Stahl in den Induction Smelter. So. Den Reinforced. Nee, Refined Iron war es, glaube ich, ne? Ja. Der war, glaube ich, irgendwie nur. Ach, mit Kohlestaub. Okay. Gut. Moment, jetzt schauen wir noch mal ganz kurz, ob das gereicht hat. Ja, hat gereicht. Wunderbar. Jetzt können wir es quasi fertig machen. Wir nehmen das Hellorium mal mit. Ach, wir haben nicht genug Platz für das Hellorium, weil wir so viel Müll im Inventar haben. Dann entsorgen wir mal den Müll. Das kann erstmal hier rein, würde ich sagen. Und der auch. Den habe ich gestern gebaut zum Craften. Also den hatten wir noch, aber den wollte ich halt nehmen. Und ist mir aufgefallen, so, ups, ist der falsche. Moment. Den packen wir erstmal wieder hier hin. Das kommt hier rein. Und das Shiny Metal kann eigentlich gebacken werden. Denn wir haben in unserem System, glaube ich, nur Barren. Wieso trage ich einen Stack Eisen mit mir rum? Naja, soll's. So, wir sagen jetzt hier dem Reding, du bist ein Ausgang. Bup. Jetzt ist es blau. Und hier ist ein Eingang. Jetzt nehmen wir uns die Notes und die Kiste. Die Kiste packen wir hier drüber. Hä? Na. Jetzt. So. Den Slab packen wir da rein. Und jetzt können wir hier schon mal die Brennstäbe reinmachen. Jetzt seht ihr, die werden auch befüllt. Sollte jetzt hier auch, warte mal, weiß ich nicht, geht das schon? Wird das schon komplett befüllt? Weiß ich nicht. Ne, ich kann noch nicht reinklicken, also nicht. Ah, und die Kühlflüssigkeit fehlt ja noch. Dann nehmen wir uns jetzt mal kurz einen Eimer hier. Ups, nein, das nicht. So. Und zwar als Kühlflüssigkeit werden wir flüssige Enderperlen hier nehmen, dieses Liquid Ender. Wo haben wir es? Rocket Fuel, da. Das ist schon nicht schlecht, das Zeug. Ist zwar nicht so wie dieses Clothium, aber dafür, das Clothium hat den Nachteil, dass es nach unten sinkt. Das heißt, man müsste, um das hier zu füllen, zweimal ein Bucket herstellen, ne? Also einmal unten, einmal hier und hier genauso. Und das Liquid Ender, das fließt einfach wie Wasser runter. Das, ne, also einfach jetzt so hin und hier hin und dann ist das schon fertig. So, machen wir das zu und wenn wir gleich alles fertig haben, wenn ich den Block reinsetze, bupp, wird es ein Multiblock. Und ja, das ist der Big Reaktor und jetzt ist es ja auch verbunden. Es ist sehr seltsam, weil letztes Mal hat er es ja auch nicht fertig gebaut, weil mit der ja gefehlt hat und da hatte sich das verbunden. Aber gut, jetzt seht ihr hier, Fuel ist drin, er steht auf Offline. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch und sagen, wir hätten jetzt gerne erstmal 80%. So. Und sagen dann, Moment, wo ist es hier? Also Reaktor aktivieren. Und jetzt geht ihr. Die Temperatur geht hoch. Das ist halt die Energieausbeute. Und das sind die Millibuckets. Also 0,18 Millibuckets per Tick werden vom Fuel vernichtet. Jetzt weiß ich nicht, ob ein Millibucket auch ein Barren ist, weil irgendwie ist Millibuckets ja die Einheit für Flüssigkeiten in Minecraft. Daher bin ich da jetzt leicht überfordert.
Aber gut. So, hier kommt wie gesagt der Müll raus. Den leiten wir. Ja, den wollte ich eigentlich nach unten leiten. Allerdings seht ihr ja, liegt da ein Kabel im Weg. Das heißt, könnten wir eigentlich auch hier reinsetzen, wa? Oder direkt unten drunter. Ja gut, das können wir noch später machen. Auf jeden Fall werde ich noch mal eine Kiste holen, dass das einfach da rausgedrückt werden kann. So, Moment, Kiste, Kiste, Kiste. So. So, bist du durch hier? Ja. Wieder rein und die Silikonpresse. So. Wir haben ja leider noch keinen Silikon. Ah, warte mal, den kann ich jetzt auch noch hinstellen. So. Ja, wir müssen hier, glaube ich, noch mehr ausbauen. Vielleicht geht das denn hier nochmal eine Etage höher, dass wir da dann irgendwie die Teile, die man halt ein bisschen seltener braucht, wie gesagt, die Inscriber-Presse oder sowas oder die Rolling-Maschinen, einfach eine Etage höher bauen. Oder wir bauen hier oben noch eine. So, jetzt halt hier noch eine Lage drauf oder so, mal gucken. Weil so ein bisschen wenig Platz, also man merkt es ja langsam, ne, wenn die Fässer hier stehen oder so. Wir könnten vielleicht auch ein Flüssigkeitslager bauen. Müssen wir mal schauen. Erstmal ist es wichtig, dass wir unseren Müll hier rausbekommen. So, und ja, wie man denn die Dinger hier umwandelt, das werde ich also halt, nein, nicht die, sondern die hier. Das werde ich euch dann später zeigen. Das ist, also das machen wir dann vermutlich mal in der nächsten Folge oder einer der nächsten Folgen. Na, dann klicken wir halt auf das Ding. Also das ist, da gibt es ein Gerät für. Hoffentlich finden wir es jetzt irgendwann mal. Nein. Dann, Moment. Nein, 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 nein. Da will er mich jetzt verarschen. Da ist er. So. Ja, das Ding kann halt der Cyanid-Reprozessor, der macht dann halt aus zwei Cyanid, also aus zwei von denen, ein von dem. Und die kann man dann wieder hier, wo man das Hellurium eingespeist hat, reinpacken. Und ja, dann, wie gesagt, hat man keinen Abfall. Man könnte quasi auch sagen, das Zeug hier macht man Hopper, hier macht man die Transfernot, macht man Mülleimer hinter und schmeißt das Zeug einfach weg, könnte man auch machen. Aber ja, so braucht man halt nur ein bisschen Wasser und ein bisschen Energie und kann da halt nochmal Brennstoff herstellen. Ja, lohnt sich, finde ich. Also gut, ich meine, wenn man jetzt sowieso hier von diesem Zeug unendlich viel aussiebt, kann man das auch wegschmeißen. Also es ist halt so eine Auslegungssache, wie man es findet. Und ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal einen Brennstab herzustellen, weil die Energie, die das Teil braucht, jetzt nicht sonderlich hoch ist. So, wir sehen hier, das ist jetzt der verbrauchte. Ne? Und ja, aber wir stellen das nochmal ein bisschen. Moment mal, jetzt weiß ich gar nicht. Wird die Energie verbraucht? Ja. So, wir nehmen das nochmal auf 90%. So. Ihr seht jetzt hier, das ist ein Energiespeicher. Das heißt, der könnte 10 Millionen RF speichern, ne? Wenn ich das richtig sehe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Ja. Und ja, der ist halt leer, weil es halt direkt hier unten wieder eingespeist wird, ne? So. Jetzt können wir nochmal uns das Schloss von Dave anschauen. Der hat hier auch schon, wie ihr seht, fleißig, fleißig gearbeitet. Wie gesagt, der ist auch gerade auf Arbeit. Seht ihr hier, nicht? Wird schon, Lams sagen, sehr monströs. Mal gucken, vielleicht gibt es hier sogar sowas wie einen Glockenturm oder sowas, den man hier reinsetzen könnte. Na, mal abwarten. Ist schon ordentlich. Hier hinten ist noch unser Puffhaus. Und ja, die Fabrik, die muss halt auch noch wachsen. Ja, aber ich würde sagen, wir machen den Schluss für heute. Ich hoffe, es war soweit interessant. Und ja, wie gesagt, wir haben. Ja, jetzt, also im Endeffekt muss ich sagen, bin ich ganz froh drüber, dass die Folge nichts geworden ist, weil jetzt konnte man den Charakter nämlich komplett bauen, weil mir halt dieser eine Controller gefehlt hat. Und jetzt, warte mal, jetzt. Mein Gott. Jetzt mauere ich das zu hier. Scheiß Viecher. So.
So. Mein Gott, ewig dieses Zeug. Aber so könnte es auch, ist auch erstellen. So kann man diese Wolle hier ganz recht einfach farmen. Interessant, interessant. So, dass der Clay kann weg und wir, ups, nein, wir schmeißen noch mal hier ein bisschen Silikon rein. So, ja, wie gesagt, mit den Worten werde ich mich dann verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen Tag und dann bis morgen. Macht's gut, tschüss.